Wir sind jetzt hier in Hollywood, heute sehr früh losgefahren, damit wir nicht in die Rush-Hour kommen, mussten das echt planen. Haben jetzt eine knappe Stunde hier hingebraucht von Marina Del Rey. Ja, und jetzt sind wir hier. Es ist in der Stadt, also es ist quasi nicht mehr am Strand, es ist nicht direkt am Meer, deswegen ist es viel wärmer. Hollywood ist für viele immer so ein großes Wort. Aber im Grunde genommen besteht Hollywood aus, wenn man jetzt nur Hollywood betrachtet, aus dem Walk of Fame, verdammt viel Tourismus. Alle Menschen machen überall und an jeder Ecke Fotos. Und das ist halt auf jeden Fall eine Experience, das ist cool. Und es macht auch unglaublich Spaß, hier mal so einen Tag zu verbringen. Aber um zu leben, wäre Hollywood für mich auf jeden Fall überhaupt nicht. Das ist halt das, worüber alle Welt spricht. Und hier ist halt wirklich die Plastikwelt. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, viel Oberflächlichkeit. Und eine unglaubliche Szene, aber die Szene halt im Bereich der Reichen und Schönen, die nicht in Hollywood wohnen, sondern eher in West Hollywood oder in den Hills oder in Beverly. Aber hier sind die Leute halt, hier kommen die Leute halt an, die den amerikanischen Traum haben. Ja, die kleinen Unterschiede sind, hier gibt es zum Beispiel Fanta Strawberry, Fanta Blueberry. Wir gönnen uns heute Wir gönnen uns heute. Das sieht gut aus. Was ist das? Ich revidiere, wir gönnen uns dann doch lieber den Aloe Vera Drink. So Leute, das ist der nächste Punkt an Hollywood, den ich nicht so mag. Film mal runter. Wir laufen nur homeless people rum, wie da zum Beispiel. Und dann muss man das hier hochlaufen. Ich finde es richtig einfach. Wo bleibt ihr? Kann man schneiden. Ich kann alles schneiden. Meinst du, die fliegen die Drohne da aus dem Auto? Ja. Ich glaube, die probieren gerade den Follow-Me-Mode. Gar nicht so einfach ist, wenn man, das kann ich euch sagen, ich habe das nämlich auch schon ausprobiert, wenn man einen unglaublichen Höhenunterschied hat, dann hat man halt das Problem, dass die Drohne gleichzeitig nach vorne, aber auch an Höhe, weil die immer eine Höhe halten muss. Das heißt, du stellst sie vorher ein und sagst, okay, in 30 Metern Höhe folgst du mir. Und jetzt sieht man halt, dass die Drohne immer tiefer läuft und sich neu justiert. Alter, ist das anstrengend. Was macht ihr da schon wieder? Cindy, Cinderella, ja komm nu. So, wir sind wieder am Venice Beach gelandet, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Es ist sehr früh, das heißt, wir haben noch viel vom Tag. Und jetzt nutzen wir die Zeit, denn um 10 Uhr treffen wir uns mit einem Kumpel von mir. Wir sind zum Surfen verabredet. Habe ich noch nie gemacht. Ich stand wohl schon mal auf dem Surfboard, aber so Wellenreiten habe ich noch nie gemacht. Ja, jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit. Die bräuchten wir eigentlich, um ein bisschen was vorzubereiten. Aber der Tobi, der versteht das immer nicht so. Deswegen ist er jetzt ganz hektisch hier. Zeig das mal, wie er da einfach trainieren die Leute. Da ist gerade wirklich ernstes Training. Aber der Tobi interessiert sich nicht dafür, weil der sucht nämlich gerade nach der neuen, nach der neuen Perspektive für sein Bild. Und da macht er keinen Halt davor, auch mal über den Basketballplatz zu gehen in seinem unauffällig gelben T-Shirt. Fühlt sich vollkommen unbeobachtet. Guckt, wo jetzt das Licht also gut reinfällt, damit einer von uns ihn da dann fotografieren kann. Das zieht Cinderella, wie sie leibt und lebt, ne? Also auch natürlich gut vorbereitet. Akku von der Kamera war leer und SD-Karte voll. Das ist Cindy. Ja, dann hatten wir uns überlegt, surfen zu gehen und der Tobi und auch der Aaron hatten beide gesagt, dass sie es noch nie gemacht haben. Ich stand vorher, glaube ich, einmal auf dem Surfbrett und das war auf Ibiza in so einer Fake-Welle. Also das war gar nicht im Meer, sondern das war so ein aufgebautes Teil. Und da haben wir uns gedacht, wir leihen uns einfach mal ein paar Surfbretter aus, schmeißen uns in Schale und raus auf die Wellen und dann wird das schon irgendwie. Das ist leichter gesagt als getan. Das Filmen im Wasser war leider nicht möglich, weil unsere GoPro halt ständig den Geist aufgegeben hat. Aber am Ende des Tages sind wirklich schöne Fotos dabei rumgekommen. Wir hatten jede Menge Spaß. Das war echt geil. So, was ist hier los? Ich glaube, der Aaron friert ein bisschen. Ist dem Aaron kalt? Ja. Es sind 27 Grad. Ich muss sagen, mir geht es nicht wirklich anders. Also ich habe auch mega, ich habe Gänsehaut. Weiß nicht, kann man das irgendwie anfokussieren hier, den Dreck? Glaub ja, da, ja doch. Natürlich kann man, ich glaube nicht. War doch nur ein Witz, Mann, als ob man mit der Kamera... Aber deine Witze sind nicht lustig! Ja! Es ist sehr früh morgens, es ist 6 Uhr morgens und wir haben uns überlegt, wir fahren jetzt zu den Hot Springs.
Hot Springs, das sollen heiße Quellen in einem Wald sein. Ungefähr 2 Stunden Autofahrt und das machen wir jetzt. Das sieht gut aus. Boah, das sieht wirklich sehr gut aus. Oh, was frühstücken wir denn? Törtchen? Wo ist denn schon wieder Cinderella, Alter? Und den einen aus den Augen. Ey, wir haben uns doch nur kurz umgedreht. Und Chuck steht ja schon wieder beim Fresh Food. So, was brauchen wir? Wir brauchen was zu trinken für unseren Trip, denn es könnte unter Umständen ein langer Weg werden bis zu den Hot Springs. Deswegen wäre es schlau, sich da vorher mit ausreichend Flüssigkeit einzudecken und das machen wir. Aaron, was nimmst du denn mit? Cappuccino. Boah, White Chocolate. Boah, Karamell Macchiato. Naja gut, jetzt mal zu den ernsthaften Getränken. Wir brauchen ja auch wirklich was zu trinken, sonst verdursten wir da auf dem Weg. Und das meiste hier besteht zu 95% aus Zucker, außer Wasser. Aber Wasser ist so langweilig. Deswegen haben wir das Problem, dass wir uns jetzt hier entscheiden müssen. Also nehmen wir am besten was Fruchtiges und gehen aus der Cola-Abteilung weg. Und gehen eher in Richtung Fruchtabteilung, was auch schwierig ist bei den Amerikanern, weil auch Früchte werden hier eher weniger gefeiert. Wir sind hier nicht in der Karibik, ne? Eine Glasflasche Orangina, so, weißt du? Eine Glasflasche. Es gibt nichts Unvorteilhafteres als eine Glasflasche. Ein welches Gefäß wäre noch unvorteilhafter? Ein Fass. Jo, ich habe hier mein Fass Orangina dabei. Coke Zero Vanilla. Haben wir auch nicht. Warum haben die den Shit? Und wir haben den nicht. Wir haben auch keine Cola Cherry Zero. Den Shit haben wir auch nicht. Boah. Da sehe ich mich aber richtig. Da sehe ich mich. Oh, warum die nehmen, wenn man auch die haben kann? Das dürfen wir nicht Tobi zeigen. Ey. Boah. Also Angelo hat gerade eine richtig gute Entdeckung gemacht auf der Suche nach was Vernünftigem zu trinken. Ich? Ja. Magst du mal kurz erzählen? Ja, also pass auf. Hier gibt es dieses Regal. Das da. Und hier gibt es auf der anderen Seite überall Wasser. So, und man kann sich hier zum Beispiel Arizona Eistee, kann man sich einfach als Granulat fürs Wasser holen. Oder? Ja. Granulat? Ja, was ist das sonst? Was ist das sonst? Das ist kein Granulat. Granulat ist. Jetzt geht's los. Granulat ist doch. Granulat ist so körniges irgendwas Zeugs. Ja, und ist es doch körniges irgendwas Zeugs. Und das kommt ins Wasser. Du hast recht. Pulver, das war das Wort, was ich gesucht habe. Jetzt sehe ich mich bei was zu essen. Angelo? Ja? Angelo, darf ich mir eine Sache aussuchen aus dem ganzen Laden? Ja, nur okay. Eine Sache. Ja, okay. Nur vom Kartoffel-Zwiebel-Knoblauch-Regal. Ja, okay. Ich habe nur verstanden, McDonald's und Breakfast, da bin ich mal am Start. So, da dachte ich mir, könnte ich mich mal vom Lenkrad hinten auf die Rückbank verfrachten, um einfach ein bisschen entspannen zu können, weil ich die ersten 1,5 Stunden gefahren bin. Wir jetzt eine kurze Frühstückspause gemacht haben. Ja, und jetzt fahren wir hier schon seit 20 Minuten im Kreis. Ne? Wenn ich da das Zepter abgebe, dann passiert hier nämlich gar nichts. Der Tobi fährt jetzt, die Giselle gibt Anweisungen. Die hat ihm jetzt schon 8-mal gesagt, dass er einen U-Turn machen soll. Am Ende des Tages kommen wir nachher wahrscheinlich irgendwo in Stuttgart an. So, wir sind jetzt angekommen. In der Wüste quasi. Und jetzt müssen wir von hier aus, also wir sind jetzt hier 2,5 Stunden hingefahren mit dem Auto und jetzt haben wir uns ein schattiges Plätzchen gesucht und gehen von hier aus weiter. Von hier aus ist es ein Hike, das dauert ungefähr 1,5 Stunden zu Fuß noch weiter bis zu den heißen Quellen, die hoffentlich genauso cool sind, wie ich es mir hoffe. Wenn man sich das hier anguckt, denkt man nicht, dass wir hier gerade frieren. Nee, man denkt mir echt nicht. Es ist echt kalt, ja. Ja, also wir sind hier unterwegs, wir sollen so einen Ring abliefern, den sollen wir zu so einer heißen Quelle bringen. Oh. Das machen wir jetzt. War knapp. Das war nicht knapp, das war alles berechnet. Jetzt wird's langsam ernst. Du weißt es auch nicht, deswegen sage ich dir das jetzt. Also siehst du da unten das Wasser? Das Wasser ist eiskalt. Und wir wollen ja zu dem heißen Wasser, ne? Ja. Ja. Und deswegen müssen wir leider da durch. Das bedeutet, wir müssen uns gleich unsere Schuhe ausziehen. Auf gar keinen Fall. Doch. Und dann nein. Doch. Und dann müssen wir. Doch, wir müssen da durch. Tobi, wie kalt ist es? Aber du siehst gut aus. Okay, wir machen's, oder? Let's do it. Let's go. Geh mal weiter. Oh, nee. Oh, mein Fuß. Ah.
Oh, das ist auf jeden Fall das kälteste Wasser, in dem ich jemals war. Oh Gott, Alter, ich fühle meine Beine. Oh. Oh, ist das heiß. Oh. Ey, Leute, es ist doch, ey, es ist so gegensätzlich. Wie kann das sein? Das Wasser ist verdammt nochmal Minusgrade. Es ist eigentlich gefroren, aber trotzdem noch flüssig. Und das hier ist so heiß. Jetzt mit den, dadurch, dass wir vorher, ich bin ganz sprachlos. Ich bin auch aufgeregt. Dadurch, dass wir vorher da drin waren, jetzt hier, ist nicht auszuhalten. Es ist so verdammt heiß. Nee. Stell dich mal rein, Aaron. Digga. Komm mal her. Alter! Oh, das ist richtig heiß. So, liebe Leute, da sind wir. Was gibt Schöneres als einen schwimmenden Vegetable-Palast? So, ein bisschen Brokkoli. Gesund. Ich lebe gesund. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir sind angekommen, wie ihr seht. Ein bisschen Brokkoli? Nee. Märchen? Willst du ein Märchen? Hättest du auch nicht gekriegt. So. Warum ist mein Leben nur so anstrengend? Ein Böhnchen? Ein Böhnchen? Nein. Nein, auch nicht. Tobi hat übrigens meine Uhr falsch rum angezogen und dann Steifen First behauptet, die Uhr wäre falsch montiert und nicht er hätte die falsch rum rumgemacht. Ich habe ein Haar im Mund, das stört mich in meiner Chillness. Komm zurück, kleiner Vegetable-Teller. Ein warmer Waffel wäre jetzt geil. Immer gerne. Ja, die letzten Male war ich einfach immer alleine in L.A. und dieses Mal hatte ich meine Freunde dabei und wir konnten super viel machen, super viel erleben. Wir haben alle super viel Inspiration tanken können. Wir haben super viel Spaß gemacht, mega oft miteinander gelacht und hatten hier jeden Tag die schönsten Sonnenuntergänge, die man sich vorstellen kann. Und ich weiß nicht, wie das noch zu toppen ist. Also eins ist uns auf jeden Fall nach dieser Reise klar geworden. Und zwar ist uns klar geworden, dass wir hier an dieser Stelle nicht aufhören, sondern dass es hier an dieser Stelle erst richtig losgeht. Ja, oder wir zeigen einfach am Schluss ein bisschen Lagerfeuer. So eine entspannte Flamme zwischendurch. So machen wir das. Dramatisch? Gut. Ja, so wird die Sache rund. Da haben die Leute Lust weiter zu gucken. Ne, Tobi? Auf jeden Fall. Hast du überhaupt zugehört? Ja. Sicher? Tobi, ich finde, du kannst abschließend auch noch mal ein bisschen was sagen. Also, jetzt mal so spontan aus der Röhre geschossen. War auf jeden Fall bislang die krasseste Experience in meinem Leben. Wieder viel gelernt. Und ja, die Sonne werde ich auf jeden Fall vermissen. Ja, kann man so sagen, ist okay. Ja.